München ist die Cats-Stadt, oder? Absolut. In München gibt es, glaube ich, die meisten Cats-Fans in ganz Deutschland. War schon immer so, historisch bedingt. Das ist jetzt das wievielte Mal in München? Ich denke, das ist das vierte Mal, dass eine Tourneeproduktion hier nach München kommt. Und das ist aber nicht immer dieselbe Cast. Wir haben ganz, ganz junge, neue Katzen dabei. Tiger, wie ist es so mit den Katzen und du und deine Katzen? Toll, ich bin in meinem Element. Ich bin so ein großer Cats-Fan, deswegen freue ich mich sehr, heute hier zu sein. Hast du extra eine Katze heute drauf? Ja, ich bin durch und durch Katze, von Herzen. Ganz viel Miau. Hier heute auf der Bühne, wie ist es? Wie gefällt es dir? Also ich bin ganz überrascht, weil ich hatte ja Cats schon wirklich oft gesehen, auch in Wien mal vor, wie ich Teenie war und habe eigentlich so ein bisschen heute Abend gedacht, oh, ich weiß gar nicht, ob ich es nochmal unbedingt brauche. Aber meine Tochter, die ja 15 ist, hat sich so gewünscht, na, komm Mama, lass uns bitte gehen. Und ich bin so geflasht, ich bin jetzt so total ergriffen auch. Erstens mal vielleicht, weil einfach so lange schon nichts mehr live war. Man ist so ausgedürstet und das Ensemble ist auch so toll. Es reißt mich total mit und ich kriege ständig Gänsehaut. Aber eine angenehme. Ja, natürlich. Es ist total schön. Es berührt mich wahnsinnig. Es ist echt richtig toll. Dann freuen wir uns auf die zweite Hälfte, weil da hören wir ja das Lied in voller Länge. Genau. Also ich habe jetzt auch gerade schon, als ich die ersten Töne von Memories gehört habe, gedacht, ach so, war das in der ersten Halbzeit? Da dachte ich, komisch. Und dann dachte ich, ach ja, es ist ja nur der kleine Teaser, der Vorgeschmack. Also wer das jetzt gehört hat, soll sich freuen, dranbleiben, zweite Hälfte kommt in voller Länge. Ja, ja, genau. Also der Klassiker, der muss natürlich sein. Und wer da keine Gänsehaut kriegt, der ist tot. Ich habe jetzt zwei wirklich Musikexperten, muss man sagen. Ja, eine kurze Beurteilung, wie ist es? Was hat der Andrew Lloyd Webber da so fabriziert heute? Ich habe nur den letzten Song jetzt, diesen Hit, habe ich gekannt. Ich habe das Musical auch nicht gekannt und bin total, also die Leistungen, was die erbringen, die Tänzer, die Choreografie, wir die Singer und so, also ist schon grandios. Also ist ja nicht so mein Musical, aber Nein. Ich bin immer wieder überrascht, wenn man es dann live sieht, was es doch für ein Erlebnis ist. Und das und Orchester und Die Musik ist Hammer natürlich, aber Memories ist der einzige Song, der eigentlich aus diesem Musical hervorging, aber es reichte ja. Er spielt einige Monate schon auf der Welt, nicht mehr? In New York seit Jahren, in London und so weiter. Aber die Choreografie, die Tänzer, was die da leisten, Hammer. Die Geschichte ist schön, simpel, einfach, schön. Wir gucken, wir hören zu und gucken. Ja, oder? Genau. Aber toll. Haben Sie denn auch vielleicht eine kätzische Erfahrung? Gibt es Katzen bei Ihnen zu Hause? Nein. Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich habe nichts mit Tieren daheim oder so und Katzen. Ich bin vielleicht eher wie ein Tiger. Ja, ich habe auch keine Katzen. Auf der Bühne lieber. Meine Agentin hat Katzen, sie ist eine Katzenliebhaberin und da habe ich sie dauernd kennengelernt und finde ich schon tolle Tiere, aber ich habe keine Geduld mit Katzen. Hunden sind mir lieber, weil die sind irgendwie zähmbar, oder? Dann würde ich sagen, lassen wir die Katzen singen und tanzen und wir gucken. Viel Spaß, Musikfans, heute ein ganz tolles Musical. Wie ist es? Es ist jetzt Pause, Halbzeit. Wir können uns also schon ein Urteil bilden. Bitte schön. Ja, ich finde es außergewöhnlich an diesem Musical zum Beispiel, dass die Akteure fast nie zur Ruhe kommen. Es gibt ja Musicals, da gibt es dann so Stellen, da geht alles runter, es wird ruhiger, jemand spricht mal zwei Sätze, dann kommt die nächste Nummer. Hier läuft es einfach durch. Und ich wundere mich immer, nachdem die alle hervorragend singen und tanzen gleichzeitig, wo sie die Luft noch herholen. Ihr habt es aber schon mehrfach gesehen, Cats. Ja, aber das ist die beste, finde ich. Also Inszenierung. Die Inszenierung ist wirklich großartig. Schon eine Lieblingskatzenfigur, wo ihr sagt, nehme ich mit nach Hause? Ja, diese Macho Cat ist natürlich ein Hammer. Aber, da sind wir uns einig. Ja, aber Glamour Cat mit diesen Memories, das haut einen natürlich weg. Das ist ich weiß, Sie sind ein Musical-Fan. Wie oft haben Sie denn schon Cats gesehen? Oh, ich glaube, das vierte oder fünfte Mal. Ja. Hallo, und wie ist es zum Miauen? Ja, das Wunderbare war natürlich heute das erste Mal mit den Kindern zusammen. Und für sie ist das erste Mal Musical. Und das war natürlich halt ein richtig was Tolles halt. Ne? Da musst du aber ganz brav gewesen sein, dass der Papa dich da mitgenommen hat. Hey, ins große Theater heute. Und wie war's? Gut.
Das wird noch besser, kann ich dir verraten. Ja. Aber haben Sie Ihre Tochter ein bisschen erklärt, um was es geht? Nee, vom Inhalt? Ich habe erstmal gar nichts gemacht. Ich will mal sehen, was Sie so von sich aus dann erzählen. Ne, es ist ja Englisch, was Sie trotzdem so mitnehmen und so alles. Also die spüren das sofort halt, ne, ob das jetzt traurig ist oder ob das so. Ne, ne, bei der alten Katze habt ihr gespürt, dass es traurig ist, ne, Mausi? Ja. Ja, ne? Drin. Also ich war bei Cats mit 12 Jahren in New York damals mit meinen Eltern und ich habe gerade zu meinem Sohn gesagt, ich weiß nicht mehr genau, um was die Story ging. Ich weiß nur, es war wunderschön und ich freue mich total, um das jetzt zu erleben. Es ist mein erster Besuch, Martin. Ich habe noch nie Cats gesehen, darum freue ich mich total, heute hier sein zu dürfen. Ja, habe ich auch gehört. Also ich freue mich total und bin super, super gespannt, wie es wird. Und ich glaube, wir haben heute eine Show gesehen hier, die uns alle überzeugt hat, dass es es wert war, dass wir diesen tollen Abend hier im Theater genossen haben. Es gibt ja auch ein paar Gäste, die das Genre Musical so ein bisschen mit Augenzwinkern auch immer betrachten. Und ich muss sagen, was wir heute erlebt haben, das vereint doch alles, was wir erwarten können. Wir haben eine fantastische Musik erlebt. Von Andrew Lloyd Webber. In dieser Musik ist irgendwie alles drin. Klassische Musik. Wir haben dort von Nino Rota bis Jazz alles, was wir uns wünschen können an Musik. Wir haben das, was wir von Cats alle kennen und so lieben. Wir haben diese fantastische Akrobatik, diese unglaublichen Masken und diesen Tanz. Was kann man mehr an Ballett bieten, als was wir heute gesehen haben? Bravo!